Morell? Ich ruf keiner an. Ja, guten Tag, Frau Morell, hier ist nochmal der William. Hallo. Wir kriegen ja noch einen Taktiknamen, ne? Ja. Was halten Sie denn von Dulli? Von Dulli? Wie kommen Sie denn auf Dulli? Das ist mir so spontan eingefallen. So spontan eingefallen? Hab ich irgendwas gemacht, dass der Dulli passt? Ach, weiß ich nicht, das ist mir einfach so im Kopf gekommen. Würde ich Sie jetzt besser kennen, würde ich Sie direkt Arschloch nennen. Okay, findest du nicht gut? Ah, das ist... Moment! Der war aber gut. Der war echt gut, ey. Respekt für den Mut. Ja, einfach aber irgendwie ist ein Haken dran. Ne? Auf einer freundschaftlichen Basis. Auf einer freundschaftlichen Basis, okay. Irgendwas gefällt mir daran nicht. Nee, irgendwie ist auch so. Ach, freundschaftliche Basis, das ist bestimmt so geil, sein Name. Plus. Wir haben da drin Rudelbumsen. Geiselname Plus! Ich kann mir Gedanken machen, Harris, ne? Das nächste Mal, wenn wir anfangen, fragen wir, der hat schwarze Arme tätowiert. Also, der hatte richtig Scheiße gebaut, der Tätowierer. Und er. Ja. Oh, ne. Also, Lilly, wenn du jetzt nicht da wärst, hätte ich was gemacht. Doch, alles gut. Nein, ich bin nicht da. Hä? Nee! Das war ein Joke. Ich hat mich auch vorwart, so ist nee, alles gut, ich will gerade eh telefonieren. Ist der Hosenstell wenigstens zu? Boah, guck mal nach hinten, Alter, die Sonne. Los. Muss man so einen Regenmantel und dann diese dusselige Polizeimütze. Du Spasti, Alter. Das ist nicht sein Ernst. Hat sie denn wenigstens gefallen? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Definitiv. Yo! Ja. P98, eine 10-10 Richtung Weinwood. Lila Carbonizare. Lila Capuzinera. Da springt bestimmt auch mal ein Kaffee für sie raus, habe ich gehört. Von Rudolf. Will einen Kaffee. Schweine, Leute. Rudolf, sag doch mal was dazu. Santi. Oh, der tut mir so leid, ey. Die kannst du weitergeben. Hast du ihm jetzt mein Gleitgel gegeben? Nein, ich hab ihm das Tasse Kaffee gegeben. Es gibt Kinder-Assis, ne? Machst du den Kran? Oh. Pass auf, jetzt kommt was ganz Verrücktes. Oh, da wird aber wieder Voltaren fällig, du. Pass auf. Mach jetzt den hier. Und den Rücken durchstrecken. Hier, meine Damen und Herren, Rekruten, sehen Sie die Führungslinie des NSPD. Ich hoffe auf meinen Dienst. Ja, das heißt, sie wird kommt auch, gleich? Sie wird bestimmt nachher auch nochmal kommen, ja, genau. Wer seid ihr denn? So okay. Fröhlich, so fröhlich also, war ich nicht. Die zwei Hübschen Begrüßung. Freundchen. Hat er nicht? Hat er nicht? Untersteht. Das hast du nicht gemacht. Unter. Ich hab nicht verstanden. Hat er nicht? Ich mach mal blond. Er wollte mich. Mach mal außerhalb. Ja, mit der Brille in die ist. Ich glaube, ich gehe wieder in den Norden. Da hat die Welt noch in Ordnung. Ciao. Die 101 ist der aktuelle Erste für Karine. Findest du gut? Overwatch mit der 51. Der Basti. What the fuck? Hey, ich schreie, Achtung, alles gut? Easy, alles gut, alles gut. Boah, da musste ich aber gegenlenken, Junge. Alter Schwede, gut gerettet. Junge. Oh, da muss los. Zum Glück mal gefurzt. Oh nein. Auch auf dem Highway. Ja, die Information kommt auf Smurfalmini, das Leben. Information, Schüsse, Mexikaner Farm. Schüsse, sind gerade wieder Schüsse. 5, 6 Volt an. Ich muss kurz auflegen, oh, müssen wir später machen. Ja. Was war die Position an der Maxi-Farm? Richtig.
Es ist 7 in unmittelbarer Nähe. Attacke! Frische Luft, frische Luft, frische Luft. Au! Au, Scheiße! Oh, nein! Komm, steh auf! Mensch, welche Motivation. Verstärkt schauen am Highway und bei so stehen. Ich wollte ihn ja eigentlich weiterschieben, aber das ging nicht. Der ist mir abgerutscht und man kriegt ihn nicht mehr ins Loch. Das ist jetzt echt... Ja? Ja, wenn du fremdgehen sollst. Nee, wieso soll ich dir fremdgehen? Jetzt fremd? Nein, das war groß und mächtig, aber nicht so gut wie du. Achso, okay, alles klar. Ja. Kannst du heute Nacht meinen Rücken? Wollte da gar nicht ran. So. Ich mach's aber du willst scheinbar am Brosch ran. Nee, ich bin mit Harris. Ja, ich weiß auch worüber. Und es ging gerade um den Abschlepper. Mhm. Willst du Brosch abschleppen? Also wie kannst du da hinten hier Schepper durch die Windböe? Okay. Die Windböe war richtig mies. Ja, Tornado Helga ist hier mal kurz. Helga ist hier mal kurz. Kleine Windböe. Ach, jetzt verstehe ich das mit dem Sex. Ihm wurde ein Galopp blasen. Das sind jetzt hier. Oh, da bin ich aber raus. Ich stand mit ihm hier. Oh, da war Harris. Du hast also gepustet, oder was? Nein, ich war das nicht. Harris, weißt du, was mir eingefallen ist? Was? Okay, das kann ich jetzt nicht sagen, weil das klingt dann falsch. Ja, doch, ja, das ist eh schon komplett falsch. Alles. Ich wollte gerade sagen, ist alles komplett vorbei. Nur weil ich zu dir gesagt habe, komm, ich muss dir mal was zeigen. Deswegen wird es gleich nass und feucht. Und Helga kommt um die Ecke. Es ist schön, dass ihr alle extra herkommen, um mir zu gratulieren. Das ist mein Humor. Hast du Geburtstag? Ja, ich wollte gerade sagen, wollen wir ja nochmal alle für O'Brien alles Gute zum Geburtstag singen jetzt mal. Herzlichen Glückwunsch to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber O'Brien. Happy Birthday to you. Danke, ihr Wichser, und jetzt geht wieder arbeiten. Na, auf jeden Fall. Das ist nicht möglich. Wie gesagt, wir haben da eine kleine Platzwunde. Komm her jetzt. Hallo? Der hat bei mir noch eine. Hast du einen fahren lassen, Junge? Nein. Nein, ich rede von Brosch. Oh, Brosch. Was? Ich hab das nein gehört, Junge. Du hast gerade sowas von einen fahren lassen. Hast du das gehört? Du hast das gehört, oder, Morell? Ja, dann machen sie ja gleich den nächsten. TTF, ihr Motherfucker, haut auf den Boden! Die rastet mehr aus, ey. Ja, gut. Hm. Nein? Geht halt noch ein bisschen Kopfdröhnen, ne? Aber sonst. Kann ich Ihnen noch eine Aspirin? Schmerzen, nichts. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen eine Aspirin nebens ans Bett legen, damit Sie gut schlafen können. Wirklich der Kopfschmerzen. Komm, aber Ella war vor dem Feuerwerk schon heiß. Gut, dann hole ich mal eine. Okay. Wie gesagt, Vorsicht, schutzbereite Insassen. Ach, Scheiße, und von Lübcke auf die. Oh. Als Information bitte davon ausgehen, dass es mehr wie ein Fahrzeug ist. Weiterhin, wo sind die in Richtung Westen? Wir haben eine Verunfallseinheit auf dem